Hallo Leute, mein Name ist Hotzesti und im ersten Teil dieses Wildwasserführs durch Griechenland habe ich euch etwas über die Vorbereitungen erzählt, um nach Patras auf Peloponnes zu gelangen. Bisher hatten wir beide Male Glück, als wir zum Paddeln hier waren, denn die Wasserstände waren gerade so ausreichend für eine Gegend so weit südlich. In den nächsten paar Videos behandle ich vier der Flüsse auf Peloponnes. Die ersten beiden sind eine Kombination, da der Bach, auf dem man einsetzt, mit dem zweiten zusammenfließt. Es handelt sich hierbei um den Luisios und den Alfios. Um dorthin zu gelangen, fährt man parallel zur Westküste von Patras nach Süden bis Pyrgos. Dort wendet man sich ostwärts dem Alfios-Fluss auf, folgend vorbei an Olympia. Ich selbst war zwar noch nie dort, weiß aber mit Bestimmtheit, dass man dort Handtücher erstehen kann. Die Fahrt geht Richtung Teisoa, wo man die gute Straße verlässt und durchs Dorf abwärts Richtung Fluss fährt. Immer rechts halten gelangt man zum Ausstieg. Zum Einstieg geht es wieder hoch zur Straße und weiter flussauf bis Caritena. Man fährt durchs Dörfchen und erreicht den Einstiegspunkt an der ersten Straßenbrücke. Anscheinend gibt es auch einen oberen, schwierigeren Teil des Luisios, aber wer will schon die Saison mit Hals- und Beinbruch beginnen? Vom Einstieg fließt der Luisios durch kleine Schlüchtchen in einer tropisch anmutenden Umgebung, die so andersartig ist als die karge Landschaft oben auf den Hügeln, die wir bei der Anreise gesehen haben. Man wähnt sich in einer anderen Welt. Der Zusammenfluss mit dem größeren Alfios befindet sich in einem flachen und weiten Abschnitt. Das erste Mal habe ich tatsächlich gemeint, es handelt sich dabei um ein riesiges Kehwasser und habe meine Mitpaddler weiter flussabwärts gefragt, wann dann endlich der Alfios kommt. Das erste Mal waren die Wasserstände besser. Ich habe mir 10 Kubikmeter pro Sekunde am Einstieg des Luisios aufgeschrieben, was rückblickend wahrscheinlich zu viel war. Das zweite Mal habe ich den Durchfluss auf 4 Kubikmeter pro Sekunde geschätzt. Den Unterschied sieht man am deutlichsten beim ersten Abfall auf dem Alfios. Es empfiehlt sich, diesen zumindest aus dem Boot anzuschauen, anstatt blind durchzurauschen. Im Unterwasser kann es Steine oder Holz haben, denen man ausweichen muss. Kurz nach diesem Abfall markiert ein steinerner Greifvogelkopf am linken Ufer vor einer Linkskurve den Eingang zur grandiosen Alfios-Schlucht, die hoch oben von einer steinernen Straßenbrücke überspannt wird. Innerhalb der Schlucht gibt es alle möglichen Abenteuer, wie zum Beispiel schwimmende Schlangen. Dies ruft ins Gedächtnis zurück, dass wir nicht mehr in Mitteleuropa paddeln. Wenn sich die Schlucht etwas öffnet, gelangt man zur schwierigsten Kernstelle. Sie kann linksufrig beäugt oder auch umtragen werden. Was habe ich am Anfang gesagt? Kein Risiko eingehen am ersten Tag auf dem Wasser, besonders wenn die Reflexe noch etwas träge sind. Glücklicherweise kamen keine Boote zu Schaden für diese Produktion. Das erste Mal mit mehr Wasser, da gab es andere Optionen. Mit noch mehr Durchfluss eröffnen sich weitere Möglichkeiten. Ab hier nehmen die Schwierigkeiten ab, aber die Durchfahrt zwischen den großen Felsblöcken ist nicht immer sofort ersichtlich. Der Ausstieg befindet sich linksufrig kurz nachdem die Schlucht endet.